Du willst am Klavier improvisieren oder mal ein flottes Solo hinlegen? Dann bist du hier richtig. In wenigen Minuten wirst du dein eigenes Solo auf den eigenen Song deiner Wahl spielen können. Ich verrate dir nämlich ein paar einfache Tricks, die du auch sofort anwenden kannst. Falls du uns noch nicht kennst, wir hier bei Piano University, wir sind die Heimat der Intuinauten. Intuinauten spielen intuitiv Klavier. Wir brauchen keine Noten, keine Apps, auch keine Tutorials. Wir können alles spielen, was uns gerade in den Kopf kommt. So, jetzt zum Improvisieren. Wenn du auf einen Song improvisieren willst, dann gibt es dafür zwei Grundregeln. Regel Nummer 1, du musst dich an die Form des Songs halten, also du musst die Akkorde bzw. die Akkordfolgen übernehmen. Du solltest auch das Tempo übernehmen und das allgemeine Feeling von einem Song. Also wenn du irgendwie eine Ballade hast, dann solltest du jetzt nicht irgendwie dann Rock'n'Roll oder sowas spielen, sondern einfach was, das dazu passt. Dann Regel Nummer 2, du solltest nur Töne verwenden, die auch in der Tonleiter des Akkordes vorkommen bzw. die zum Akkord passen. Also ich spreche jetzt mal von normalen Songs. Bei Jazz-Songs gibt es natürlich auch Ausnahmen. Da gibt es auch solche Akkorde hier oder so. Da musst du dann gucken, dass du die sogenannten Akkordoptionen und so weiter alle in deine Improvisation mit aufnimmst. Da mache ich vielleicht nochmal ein separates Tutorial. Aber ich denke, du wirst einfach mal auf normale Songs improvisieren. Und da ziehen wir uns jetzt einfach mal einen normalen Song raus. Und da wirst du sehen, wie einfach das eigentlich ist, auf so einen Song zu improvisieren. Lass uns doch einfach mal einen bekannten Song nehmen, den auch viele Leute kennen. Wie zum Beispiel Halleluja von Leonard Cohen ist das, glaube ich. Halleluja. Halleluja. Da ist jetzt vielleicht aufgefallen, dass der Song in C-Dur ist und C-Dur hat wie viele schwarze Tasten? Genau, keine einzige. Das heißt, du kannst in C-Dur einfach komplett auf den weißen Tasten improvisieren. Und das machen wir jetzt einfach mal. Also ich halte mich jetzt einfach mal an das Akkordschema von diesem Song und auch an das Feeling von diesem Song. Also du weißt, das ist ein bisschen so ein triolisches Feeling, also so ein bisschen so ein Swing-Feeling. Das kannst du in die Improvisation auch mit aufnehmen. Also Halleluja. Du merkst, ich habe hier jetzt ein kleines bisschen was vom Motiv von diesem Song übernommen. Also ich habe meine Improvisation hier oben mit dem kleinen Finger gespielt. Einfach, dass der Improvisationston immer der höchste Ton ist, der auch am besten wahrnehmbar ist. Also wenn ich jetzt hier in der Mitte irgendwo improvisiere, dann hört man das nicht so gut, sondern das sollte immer der höchste Ton sein, mit dem man hier improvisiert. Und die restlichen Tasten, die legst du einfach unter diesen Improvisationston und spielst damit den Akkord. Denn Regel Nummer 1 kennst du ja noch, wir sollten die Akkordfolgen beibehalten. Also genau, das machen wir jetzt nochmal. Das muss auch nichts Kompliziertes sein. Du kannst auch immer, wenn dir gerade nichts mehr einfällt, dann kannst du dazwischen auch einfach mal unten hier Akkorde dazu spielen. Und dann hat auch der Zuhörer ein bisschen Luft zu atmen und du kannst dir auch wieder was Neues einfallen lassen. Also du musst nicht permanent durchklimpern, sondern lass dir ein bisschen Zeit, gib dem Song auch die Gelegenheit, ein bisschen zu wirken und zu atmen. Du stellst auch fest, in der linken Hand spiele ich immer mehrere Töne gleichzeitig. Das musst du nicht so machen, das kannst du aber später mal machen. Ich spiele hier unten immer den Basston und helfe hier oben ein kleines bisschen aus mit Akkordtönen, weil ich hier nicht immer komplett den Akkord rechts greifen kann, denn ich brauche ja auch noch ein kleines bisschen freie Finger, um auch noch ein Solo zu spielen. Also darum, du kannst hier links schon auch die Akkordtöne hier mit einbauen. Also du könntest auch sowas spielen. Du siehst also, beim Improvisieren, da gibt es tausende von Möglichkeiten und ich kann dir noch einen abschließenden Tipp geben. Die besten Soli sind die, wo du auch deine eigene Persönlichkeit mit reinbringst. Und die eigene Persönlichkeit ins Klavierspielen einbringen, das machen wir hier bei Piano University, vor allem in der Masterclass Intuition. So, wo auch immer wir uns wieder sehen, entweder hier auf dem Kanal oder bei Piano University, ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Mach's gut, bis dann.